Hamburg schläft. Leere Straßen im Harburger Hafen. Naja, fast. Kampf um die Führung beim 24-Stunden-Rennen. Polo RWRC gegen McLaren P1. Porsche 962C gegen BMW Z4 GT3. Und Audi R8 LMS gegen Bentley Continental GT. Wo gibt's denn sowas? Bei der Hamburger RCCO Slotcar-Rennserie. 6 Teams kämpfen um den Saisonsieg. Ein Langstreckenrennen im Maßstab 1:24, aber ansonsten ganz wie die Großen. Das ist wie im richtigen Leben auch, wenn wir in Le Mans fahren. Also man muss abwägen, wie viel Zeit verliere ich an der Box, was kostet eine Reparatur oder was kostet ein Reifenwechsel und wie viel kann ich danach schneller fahren. Das, vor allem, was haben die anderen gemacht, haben die gewechselt oder noch nicht und so. Das ist also erstaunlicherweise ziemlich ähnlich. Und wenn man morgens, wenn es hier wieder hell wird, mal die Strecke anguckt, dann sieht es komischerweise auch so aus wie in Le Mans oder auf den Rennstrecken, auf denen wir normal fahren. Alles ist voll mit diesem Gummiabrieb. Ralf Jüttner muss es wissen. Er ist Teamchef des Audi Sport Team Jüst. Mit 16 Siegen erfolgreichstes Le Mans Team aller Zeiten. Bei der Rennleitung sind für jedes Team 5 Satz Hinterräder und 3 Motoren hinterlegt. Auch wenn die Autos nach Spielzeug aussehen, mit dem entsprechenden Schraubergeschick lässt sich die Fahrdynamik um ein paar Quäntchen verbessern. Die Hamburger Rennstrecke ist gerade mal 58 Meter lang. Den Überblick zu behalten ist trotzdem schwer. Nach 8 Stunden sind fast 1900 Runden gefahren, immerhin 110 Kilometer. Der Bentley ist bisher nur im Mittelfeld, hinter McLaren und Audi. Noch sind wir auf dem 3. Platz und wir sind ganz genau mal 10 Runden hinterm Leader. Das ist unheimlich eng dieses Jahr. Normalerweise gibt es da schon viel, viel größere Abstände. Und da kann auch viel passieren. Wir haben gerade ein Drittel hinter uns. Und das verspricht ein ziemlich interessantes Rennen zu werden dieses Jahr, habe ich den Eindruck. Boxenstopp. Der Unterschied zum großen Motorsport, zur Box geht's zu Fuß. Die Zeit drängt. 14 Sekunden entsprechen einer Runde auf der Bahn. Doppelschleife austauschen, Reifenabrieb ausblasen, Reifen wechseln und zurück auf die Strecke. Während Porsche die Reifen gewechselt hat, ist der VW Polo vorbeigezogen. In der letzten Stunde konnten wir von unserem Platz 6 wieder auf 5 vorarbeiten. Porsche ist jetzt auf 6. Jetzt war Fahrerwechsel, wir haben das Auto frisch gemacht und haben Porsche so ein bisschen überrascht. Und der Porsche war immer so ein bisschen gleich auf, aber die wussten, dass unser Auto jetzt wesentlich schneller wird. Deswegen haben die das Auto sofort rausgenommen, ihr eigenes, um es auch frisch zu machen, damit sie die Zeiten halten können und nicht zu viel verlieren. Wesentlich schneller bedeutet übrigens eine halbe Sekunde pro Runde. Das passiert bei Le Mans nicht. Erzwungene Fahrpause wegen einer defekten Weiche. Wir haben ja hier digital gesteuerte Weichen in der Bahn, um eben das Überholen zu ermöglichen. Und in einer dieser Weichen ist der Bentley gerade stecken geblieben. Die Spitze der Weiche hat sich in das Auto reingebohrt. Aber noch Glück gehabt, ist es nichts kaputt gegangen im Auto. Bei den 24 Stunden von Hamburg zocken in fast allen Teams auch Motorsportprofis, wie Miguel Molina im Team Audi. Das ist auch für meine Arbeit super. Wenn ich DTM-Rennen fahre, muss ich mich auch sehr konzentrieren und hier kann ich dafür gut trainieren. Das hier ist auf jeden Fall eines der Highlights der Saison für mich. Bisher war es eine super Saison. Ich habe das erste Mal bei der DTM gewonnen und das ist sehr wichtig. Alle Autos fahren in einer Spur. Digital gesteuerte Weichen leiten sie zum Überholen aneinander vorbei. Wenn die Konzentration und das Tempo des Fahrers nachlassen, wird das sofort bestraft. Hohe Ansprüche auch an Rücken und Finger. Am Morgen werden dann noch einmal die Joker eingesetzt. McLarens schnellster Fahrer zockt 3 Stunden am Stück. Mit Erfolg. Das Team liegt inzwischen auf dem 2. Platz. Volkswagen hat weniger Glück und kann Platz 4 nicht verlassen. Audi führt das Feld an. Knapp. Nur Spaß oder auch Ehrgeiz für einen 5-maligen Le Mans-Sieger wie Frank Bieler. Letztendlich spielen wir hier, ja, wie kleine Kinder oder wie große Kinder. Aber man nimmt das ernst, auf jeden Fall. Nach 24 Stunden heißt es geschafft.
Sieger wird McLaren, auf dem zweiten Platz folgt Audi, dritter wird Bentley. Erinnerungsfotos, kurz den Sieg feiern und dann gibt es nur noch eins: die wohlverdiente Erholung für Fahrer und Autos.